Servus. Hallo, ui, ist ja da, cool. Wie Ja, ist soll am das Künstler wieder Wetter? losgehen eigentlich, oder? Ja, genau, wir sind jetzt live, also wie ihr wollt. Okay, ich dachte mal, zuerst läuft mein Video, da ich ja das Video fertiggestellt habe. Ja, Deswegen. ja. Achso, Ich dachte, okay. wir treffen uns kurz vorher. So, wir sind tatsächlich auch Perfekt. live. Ich hatte eben gerade ein kleines, ich weiß auch nicht, Internetproblem oder sowas. Wir gehen mit dem Link rüber. Ja. Also Und zuerst, dann starte wie ich. ist jetzt der Ablauf? Zuerst ist das Video eingespielt oder? Genau, ich spiele jetzt gleich das Video ein. Ich moderiere dich kurz an und dann lade ich das Video. Das Video ist hier hochgeladen. Ich moderiere dich kurz Perfekt. an und dann geht's los. Und dann nach diesen 5 So. Minuten, wie lange es geht, starte ich dann wirklich live rein. Ganz genau. Ich übergebe am Schluss dann an dich, auch an alle, die jetzt schon hier live zugucken. Ich übergebe am Schluss das Video oder beziehungsweise die Fragen gerne an dich. Der Live-Chat ist ja hier auf geldheld.org/ccw zur Verfügung. Eugen hat sich bereit erklärt, mit dabei zu sein und deswegen könnt ihr gerne eure Fragen hier stellen. Er wird auch in den Chat gerne mal reinschauen und ansonsten würde ich die Fragen wahrscheinlich eher sammeln und dann später einfach an dich weitergeben oder wenn du sie dann direkt schon bearbeiten möchtest, kannst du das natürlich auch sehr gerne tun. Ja, Perfekt. ansonsten würde ich sagen, ich hoffe, es funktioniert alles. Könnt ihr ganz gerne mal einmal kurz in den Chat reinschreiben, bitte Leute, drüben, dass alles funktioniert. Das wäre wunderschön. Dann brauche ich mir keine Sorgen machen. Ich sehe mich auf jeden Fall. Bei mir funktioniert es. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass es bei euch auch so ist. Ja. Ansonsten, Eugen, geht heute das Ziel. Wo bist du denn eigentlich? Ich kann ja kurz mal ein bisschen. Wo kommst du denn gerade her? So, aus München oder nahe München komme ich. Ja, München. Genau. Hervorragend. Und da bereitest du dein eigenes Business. Es, genau. Also Zum eigenen Office du hier. lebst auch komplett von dem, was du auch So sagst, ist ja. es, genau. Hervorragend. Sehr Geil. geil. Siehst du die Nachrichten schon im Chat? Bist du auch drüben auf der Seite? Ja, es steht da, es funktioniert, klappt, okay. Ich glaube, wir sind auch online, auch gerade hier per WhatsApp mitbekommen. Wir sind also wirklich online, hat funktioniert. Man hört uns, denke ich mal, auch. Man sieht uns, dann passt's ja. Sehr gut, hervorragend. Ich hatte nämlich am Anfang ein ganz kurzes Problem. Ich wusste nicht so ganz, woran es liegt, aber jetzt haben wir es geschafft. Also, Perfekt. dann können wir gleich mit reinstarten. Mit den, wie du es schaffst, mit einer Arbeit 5 Einkommensströme zu generieren, ohne bekannt oder sichtbar sein zu müssen. Das ist das Thema von Eugen heute. Denn es gibt Geschäftsmodelle, bei denen du weder bekannt noch sichtbar sein musst, um gutes Geld zu verdienen. Jeder, der sich ein Nebeneinkommen oder ein lukratives sowie nachhaltiges Online-Business aufbauen möchte, ist hier genau richtig. Und dabei ist es egal, wo du wohnst oder was du aktuell machst. Eugen ist der Income-Butler und dein passiver Income-Designer. Und dafür hat er ein Webinar vorbereitet, was ich jetzt einmal abspielen werde. Und wie gesagt, die Fragen gerne in den Chat rein und Eugen ist dann auf jeden Fall später für euch da. Genau, perfekt. Sehr großartig. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Online-Training, diesem Workshop. Schön, dass du dabei bist. Und in diesem Workshop geht es um Folgendes. Und zwar, wenn du eine Arbeit, fünf oder mehr Einkommensströme generieren kannst, ohne dafür sichtbar oder bekannt sein zu müssen. Du kannst sogar auch vollkommen anonym auftreten, wenn du möchtest. Du kannst auch sehr viel outsourcen, wenn du möchtest. Das heißt, wir werden hier ein Thema behandeln, mit dem du dir ja ein nachhaltiges und lukratives, profitables und seriöses Online-Business-System aufbauen kannst, das für dich praktisch arbeitet. Und ich würde sagen, wir werden die Fragen ganz zum Schluss beantworten. Ja, du kannst Fragen jetzt in den Chat reinstellen, ist auch kein Problem, aber beantwortet werden wir die Fragen dann zum Schluss oder ich in diesem Falle. Und ja, eins vorab dann noch, ich werde jetzt diesen Screen hier, meinen Screen wegtun, ja, minimieren, weg, weil es geht hier nicht um mich, es geht heute um dich. Und das ist ganz, ganz wichtig. Ja. Du sollst davon profitieren, du sollst vieles mitnehmen und es geht hier gar nicht hier um mich, null, nada, nichts. Also, ich würde sagen, wir steigen direkt ein. Also, los geht's. Und zwar, wie du mit einer Arbeit fünf oder mehr Einkommensströme generieren kannst, ohne dabei bekannt oder sichtbar sein zu müssen. Ja, und was erwartet dich heute im Training? In dem bisschen Zeit, die wir gemeinsam haben, ist mein Ziel, dir Folgendes zu verraten.
Du wirst das enorme Potenzial von diesem Online-Business, dem Amazon-Steinzeit-Business, erfahren, selbst wenn du blutiger Anfänger bist. Du wirst ganz genau verstehen, wie du dieses Online-Business umsetzt und damit deine Ziele erreichst, dank der 6 Schritte, die ich dir vorstellen werde. Dieses Training ist nicht für dich, wenn du schnell reich werden möchtest. Geld verdienen willst, ohne dafür etwas zu tun und nur jammerst, denn das funktioniert dann einfach nicht. Das Training ist perfekt für dich, wenn du ein seriöses Online-Business aufbauen willst, ein profitables Online-Business aufbauen möchtest, das dir ein passives Einkommen einbringt und wenn du bereit bist, für deinen Erfolg etwas zu tun, bereit bist, das Gelernte auch umzusetzen, ganz wichtig, und endlich erfolgreich werden möchtest. Die Definition von Wahnsinn ist, immer wieder das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu warten. Das sagte auch einst Albert Einstein. Ich möchte mich ganz kurz vorstellen. Mein Name ist Eugen Grinschok. Ich komme eigentlich aus der IT. Ich war IT-Berater und mein Start in die Woche sah so aus. Jeden Montag, ja, habe ich 3 Wecker gehabt, mindestens 3 Wecker, der um 4 Uhr angefangen hat, damit ich rechtzeitig rauskomme, ab in den Zug steigen kann, sehr früh, und dann gegen 8, spätestens 9 im Büro zu sein, irgendwo in Frankfurt oder was weiß ich wo. Und ich komme eigentlich aus München. Das heißt, das ist schon eine Strecke. Ja, und ja, um da Meetings zu machen, Kunden zu treffen und dann meistens so gegen Abend dann irgendwann mal wieder ab ins Hotel. Das heißt, ich habe aus dem Koffer gelebt im Hotel und das ja 4, 5, teilweise sogar 6 Tage die Woche. Und dann kannst du dir vorstellen, du bist dann gestresst, hast keine Kraft mehr, weil du eigentlich nie zu Hause bist. Und das ist das, was mich ziemlich, ziemlich genervt hat. Und ich dachte mir, hey, irgendwie gibt es was anderes. Das ist nicht mein Lebensziel, nicht mein Lebenstraum. Und es gibt was anderes, muss es anderes geben. Ja, weil mein Warum ist es, mehr Freizeit zu haben, unabhängig von Zeit und Ort zu sein am besten auch, mehr reisen, arbeiten, wann und wo ich möchte. Und eigentlich, wenn man es kurz zusammenfasst, einfach Freiheit. Das ist für mich mein größter Wert und deswegen habe ich gesagt, okay, es muss was anderes geben. Ich habe was gefunden, ja, das Amazon Steinzeit-Business eben, und konnte damit im ersten Jahr über 18.187,92 Euro verdienen. Hier siehst du auch einen Screenshot aus meinem Dashboard und daher die Frage vielleicht, was kann man damit verdienen? 1.000, 2.000, 5.000 Euro oder auch mehr pro Monat ist damit ohne weiteres möglich. Ja. Also fragte ich mich dann auch, was würde denn passieren, wenn ich meine Strategie, eine Schritt-für-Schritt-Anleitung packen würde, welches dann jedem erlaubt, sich ebenfalls ein 4-stelliges passives Einkommen aufzubauen. Und das komplett automatisierbar und vor allem skalierbar. Ja, also möchtest du nun erfahren, mit welchen einfachen Schritten ich das geschafft habe? Gut, denn du wirst erfahren, wie du mit einem kinderleichten Schritt-für-Schritt-Prozess ein 4-stelliges passives Einkommen pro Monat generierst. Und dazu haben wir 4 Schritte, also 4 Themengebiete, sage ich mal, 6 Schritte, aber 4 Themengebiete. Einmal sind es Fakten, da gehen wir mal die Fakten rein, für alle Zahlen, Daten, Fakten, Menschen. Ja, ganz wichtig ja auch. Es soll ja auch bewiesen sein, dass das Ganze auch funktioniert und warum es funktioniert, warum es so lukrativ ist. Dann gehen wir auf das System an sich hinein, dann auf die Skaliermöglichkeiten und natürlich, was ja viele auch interessiert, die Verdienstmöglichkeiten, ganz klar. So, meine Herausforderung ist einfach, wie bringe ich nun über 7 Jahre Erfahrung im Bereich Marketing, Amazon KDP, ja, 57.000 Euro Umsatz generiert für Partner und Eigenumsatz, Dutzende Personen gecoacht, 50.000 Euro mehr in die eigene Weiterbildung investiert, über 100 Stunden in Analyse von erfolgreichen Büchern und Produkten investiert und habe schon bereits vielen Personen geholfen, zusätzlich Einkommen zu generieren. Und das hat mir auch ermöglicht, auch viele andere Personen kennenzulernen, ja, wie in Kevin Hollywood, Mary Buffett, die angeheiratete Tochter von Warren Buffett, den Tobias Beck, Hermann Scherer, Dirk Kräuter, David Chabilsky, Ralf Schmitz, und ich war auch mein Highlight, das ist mein persönlicher Favorit, ganz ehrlich, ja, bei Tony Robbins in London. Also da war ich natürlich nicht ganz vorne, aber immerhin, ja, konnte ich noch ein paar Plätze ergattern. Es waren über 13.000 Menschen aus 67 verschiedenen Nationen da in London, also ein Wahnsinns-Event. Wenn du die Möglichkeit hast, wenn es wieder möglich ist, dann auf jeden Fall wahrnehmen. Meine persönliche Empfehlung. Allerdings kostet das Ticket da, ja, das ist eins der günstigsten, 800 Euro. Das ist schon auch nicht wenig, plus noch die Reisekosten. Aber darum geht es ja gar nicht. Es geht eben um diese Herausforderung. Wie bringe ich das Ganze dir so konkret und praxisnah rüber, sodass wirklich jeder, auch blutige Anfänger, diese Strategie schon allein nach diesem Training ihr eigenes Amazon-Steinzeit-Business erstellen und damit in wenigen Wochen ein 4-stelliges passives Einkommen im Monat generieren können.
Du wirst also erfahren, wie du automatisierte Verkäufe erzielst und das mit Hilfe von Amazon, Audible und iTunes. Alleine mit diesem Wissen wirst du deutlich weiterkommen als so manch anderer. Du wirst erfahren, wie du deine Einnahmen steigern kannst und obwohl du weniger Zeit investierst und mit nur einer Arbeit 3 bis 6 plus verschiedene Einkommensquellen generierst, das kommt davon, wie faul du bist, ja, oder wie aktiv du sein möchtest, ganz klar. Und das nicht nur entspannt, sondern auch ohne Technik oder Marketingkenntnisse, ist ja auch wichtig, weil das hat ja nicht jeder unbedingt, dass er mitbringt, ja. Und ja, Ergebnisse anderer, zum Beispiel Katharina hier, die hat sich mal kurz zurückgemeldet, hat sie gesagt, ja, sie wollte mal nur zeigen, wie sie eben, ja, oder mitteilen, dass sie eben hier 1.000-Euro-Marke geknackt hat nach 3 Monaten, ja, und hat ihren zweiten Job gekündigt. Also hier nochmal das vergrößert, du kannst es zusammenrechnen, sind etwas über 1.000 Euro. Ja, jetzt will sie die 2.000-Euro-Marke natürlich angreifen, sehr, sehr cool. Gut, also der Leitfaden nochmal. Gehen wir zuerst auf die Fakten ein. Fakten. Zuerst möchte ich mal erstmal eins definieren. Passives Einkommen. Was ist denn das überhaupt? Ist ja aktuell auch ein bisschen in aller Munde, kann man fast sagen. Ja, das ist ein Einkommen, das auch dann hereinkommt, wenn du in der Arbeit bist, deinen Hobbys nachgehst oder im Urlaub bist. Ganz, ganz wichtig. Und Hand aufs Herz. Du hast bestimmt schon viele leere Versprechen und Shiny Objects gehört. Und da du hier bist, hat wohl nichts davon geklappt. Aber es ist nicht deine Schuld, dass du bisher nicht die Ergebnisse erreicht hast, die du dir wünschst und die du auch verdienst. Schließlich kannst du nicht das, was wir heute behandeln, zwar das Amazon Steinzeit Business oder Amazon KDP, Kindle Direct Publishing. Das heißt, wir veröffentlichen eigentlich E-Books und eigentlich sind das ja nur Word-Dokumente. Und das Beste ist, du musst diese nicht einmal selber schreiben. Das Amazon Steinzeit Business, deswegen nenne ich es so, weil es das älteste Amazon Business überhaupt ist. Amazon hat angefangen mit dem Online-Buchhandel und ist dadurch so groß geworden wie heute. Sie machen heute natürlich einiges mehr, aber das ist das älteste Amazon Business überhaupt. Und Amazon als starker Partner, er ist nicht nur der größte Online-Marktplatz weltweit, sondern er wächst ständig weiter. Und Amazon übernimmt viele Prozesse für dich. Ja, und da Amazon weiter wächst, kannst auch du davon profitieren. Also Amazon KDP in Zahlen, Daten und Fakten. Zum Beispiel hier der Umsatz im Markt für E-Books. Nur in Deutschland siehst du hier 2014 274 Millionen Euro und 2020 869 Millionen. Das heißt, wir haben hier für 3,5-fachung, ja, dann haben wir hier die Nutzer, du siehst auch von 5,6 auf 9,1 Millionen angestiegen, auch hier haben wir 60% mehr Zuwachs, das ist auf jeden Fall mehr geworden, dann haben wir hier den Umsatz, ja, Umsatzanteil von E-Books im Publikationsmarkt in Deutschland von 2010 bis zum Halbjahr 2020, aktuell gibt es noch nicht mehr Zahlen, du siehst, in 2020, ja, 2010 0,5 und 2020, dem ersten Halbjahr nur, 7,5%. Es ist eine enorme Steigerung gegenüber dem Vorjahr praktisch. 2019 haben wir hier 50% nur in einem halben Jahr, im ersten Halbjahr, einen Zuwachs gehabt. Und insgesamt haben wir hier einen Wahnsinnsanstieg von 15-fachen, ja, von 15-fachen 2010. Das wird noch weiter steigen. Auch hier die Prognose vom E-Publishing-Umsatz, ja, 2019 260 Millionen kann man sagen, E-Books und 2023 277,8. Ja, und auch hier nochmal Segment nochmal weltweit. Da geht man aus, oder ist man ausgegangen von 2019 von 12,1 Milliarden, ja, 12,1 Milliarden 2019 und 2023 13,5 Milliarden fast. Das ist ja immens, was da Anstieg ansteht für E-Books. Ja, nur E-Books. Ich meine, Taschenbücher kommen dazu, Bücher. Dann siehst du auch die Umsätze, die sind ziemlich stabil, ja, ziemlich stabil, immer bei 10 Milliarden ungefähr, knapp davor. Und du siehst, dass E-Books immer einen höheren Anteil haben. Das werden sie auch weiterhin haben, definitiv. Weil es einfach sehr praktisch ist, wenn man verreist, auf Reisen ist und so weiter und so fort. Die Vorteile, die du mit dem Amazon KDP hast, ja, ist, du brauchst kein Startkapital. Das Ganze ist ohne eine Webseite möglich. Du bist unabhängig von Zeit und Ort.
Es ist sehr einfach, ein E-Book zu produzieren und Amazon übernimmt Verkauf und Versand für dich. Es ist ein wachsender Markt und es ist komplett das Outsourcing möglich. Das heißt, es ist ein skalierbares, passives Einkommen. Aber nicht nur das, ja. Es geht ja noch weiter und zwar kannst du das Ganze ohne E-Mail-Liste, ohne Lager und Versand machen. Du musst dafür auch nicht in Vorleistungen gehen, brauchst auch keinen Kundenkontakt haben. Das Ganze geht ohne Technik- und Marketingkenntnisse, ohne, das Beste, ohne etwas selbst schreiben zu müssen. Ja, das Buch zum Beispiel. Du kannst vollkommen anonym auftreten und das Verkauf ist 24/7 und weltweit möglich. Und du kannst damit die ein passives Einkommen aufbaut, Traffic generieren für eine Website, was du eben hast, für Affiliate-Marketing nutzen, Leads für dein Business generieren, das ist jetzt genial dafür und jetzt kommt's, du wirst dafür noch bezahlt. Wie ich mit dem Business gestartet bin, konnte ich im ersten Monat 248,45 € generieren, also wenn ich so richtig gestartet bin, siehst du hier April 2018, im zweiten Monat, ja, Mai 2018, 1682,94 € generieren. Und dann habe ich es ein bisschen schleifen lassen im dritten Monat, ja, ohne jetzt was zu tun, noch immer 1597,19 €. Ja, auch ein bisschen später, im September 2019, 1801,95 €, auch da kaum etwas gemacht. Hier nochmal Oktober 1207,81 €, Dezember 2019 1831,30 €, ja und auch viel später nochmal im Januar 2021 über 2268,80 € und auch hier wieder lang nichts dafür gemacht, ja. Ich wollte schauen, wie ist es auf die lange Distanz hin und auch hier siehst du, es ist ziemlich stabil. Das ist, was so spannend ist im Ganzen. So, und wenn man ein Hörbuch neu erstellt, ja, hier habe ich mit drei Hörbüchern zum Beispiel 428 Sales generiert, was ungefähr ca. $642 entspricht. Ja, es ist hier in Dollar, das stimmt. Und hier sind 6 Hörbücher in 6 Monaten über 1804 Sales, was ca. €2706 entspricht. Ich habe es gleich hier in Euro umgewandelt. Ja. Dann haben wir hier nochmal 6 Hörbücher in 8 Monaten, 2581 Sales, was €4129,60 entspricht, vollkommen passiv. Ja. Denn dafür habe ich nicht mal Marketing gemacht, um ehrlich zu sein. Von daher ein richtig spannendes Thema. So, also wie gesagt, mein Verdienst im ersten Jahr waren 18.187,92 €, nur mit E-Books und Taschenbüchern, ja, da ist noch nicht einmal Hörbücher und so weiter drin. Im zweiten Jahr, also hier ist noch das Dashboard, im zweiten Jahr schon über 25.959,56 €, auch hier wieder nur E-Books und Taschenbüchern, auch hier noch keine Hörbücher und so weiter und so fort dabei. So, hier auch nochmal Auszug auf meinem Dashboard. Und nun meine Frage an dich. Wenn du auch 25.959,56 € mehr im Jahr hättest, wie würde es dein Leben denn verbessern? Würde es dein Leben denn deutlich verbessern? Ich denke ja, oder? Und wie könnte sich dein Leben mit diesem Zusatzverdienst überhaupt verändern? Was würdest du dir vielleicht leisten oder mehr leisten wollen? Das ist einfach da die Frage zu stellen, ja, sich das vorzustellen überhaupt, was man damit denn machen würde. Ja, und das ein Ziel einfach vor Augen zu haben. Ganz wichtig. So, jetzt gehen wir in das System hinein. Ja, Teil 2. Gehen wir mal ins System hinein. Dann schauen wir mal, wie das funktioniert. Glaubst du, dass du ein gutes Buch schreiben kannst und trotzdem kauft es keiner? Ja, das geht. Das habe ich auch schon gemacht. Ja. Und glaubst du, dass du ein mittelgutes Buch schreiben kannst und es verkauft sich trotzdem wie blöd? Ja, auch das geht. Habe ich auch schon gemacht. Und gesagt, du musst es dann nicht einmal schreiben. Ja, das kannst du schreiben lassen. So, jetzt musst du wirklich mit 100% Aufmerksamkeit dabei sein, weil jetzt gehen wir die 6 Schritte bis zum Ziel durch. Erstens, musst du eine profitable Nische finden. Ja, das heißt, in welcher Nische möchte ich mein Buch veröffentlichen? Es kann unterschiedlich sein. Das kannst du mal schauen, ob du irgendwie ein Hobby hast und, ja. Und auch ein Beruf oder sonstiges. Da findest du ganz sicher eine Nische. Und auch, das gehen wir später mal rein auch. Wie findest du die profitable Nische? Wenn du diese Nische gefunden hast, dann machst du da Folgendes. Du wirst im zweiten Schritt ein E-Book schreiben oder schreiben lassen. Das heißt, du kannst selber schreiben, wenn du Spaß daran hast und willst, oder schreiben lassen. Das ist komplett outsourcebar und das ist der größte Block an Arbeit. Ja. Dann im dritten Step, ein Cover erstellen oder erstellen lassen. Ich empfehle hier ganz klar, das erstellen zu lassen, außer du bist Designer, Designerin, dann ist okay, dann kannst du auch selber machen, auch kein Problem. So, wenn das Cover gut ist, dann wird es auch verkauft. Ist es schlecht, wird es nicht verkauft. Das Cover ist das Erste, was gesehen wird. Ja? Ist ja ähnlich wie bei physischen Produkten.
Je besser das Foto, also das Cover ist, desto eher wird es gekauft. Daher ist ein qualitativ hochwertiges Foto, in unserem Fall Cover, sehr, sehr wichtig. Ist das ähnlich bei physischen Produkten, jetzt ganz ehrlich, diese Couch. Stell dir vor, du würdest diese Couch online sehen, als Anzeige. Ja, es ist zerrissen, es ist dreckig, es ist draußen, es hat Flecken, ist dreckig. Ja, würdest du diese Couch denn wirklich noch kaufen oder würdest du lieber diese Couch bevorzugen? Ich meine, schön dargestellt, sauber, ist auch drinnen, da wo die Couch eigentlich stehen sollte, ja, in der Regel. Und schöner Kontrast, ja, zwischen der Farbe im Hintergrund und der Couch. Die Couch wird präsentiert. Also ich tendiere zur zweiteren, definitiv, ganz, ganz stark, dass ich diese Couch kaufen wollen würde. So, dann im vierten Schritt ist es, dass du das E-Book veröffentlichen müsstest. Und nun ist es so, dass du einen Titel und Beschreibung hinzufügst, dann das E-Book als Word-Datei hochlädst und da musst du noch die Kategorie bestimmen. Ja, du lädst nochmal dein Coverbild hoch, bestimmst auch noch den Preis. Voilà, fertig. Das Taschenbuch oder E-Book in dem Fall ist nun oben. Dauert ungefähr bei einem E-Book ca. 12 bis 18 Stunden, kann man 24 Stunden dauern, bis Amazon da durchgeschaut hat, geprüft hat, alles passt und es dann wirklich schlussendlich auf Amazon zu kaufen ist. Beim Taschenbuch ist es sehr ähnlich, das ist nur ein Klick praktisch, wenn man alles fürs Taschenbuch hochladen muss und auch das ist dann veröffentlicht und kann auf Amazon gekauft werden. So, im fünften Schritt gehen wir aufs Marketing hinein. So, Marketing ist für den langfristigen Erfolg sehr wichtig. Also musst du dein Buch auch entsprechend vermarkten. Ja, gibt es verschiedene Möglichkeiten und Amazon übernimmt die Arbeit aber schon teilweise für dich. Schauen wir uns mal ein bisschen genauer an. Und zwar, wenn das dein Buch online ist, dann zeigt sie hier zum Beispiel an, ja, wird oft zusammen gekauft. Ja, hier zum Beispiel Low Carb für Anfänger, Low Carb für Berufstätige, allgemein Low Carb Rezepte und Kochbuch. Also siehst du, dass das zusammen gekauft wird. Auch da wird dein Buch ein bisschen promoted. Ja? Oder Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, kauften auch. Da siehst du auch wieder, sind verschiedene Sachen gekauft wurden. Oder du kannst auch bezahlte Werbung auf Amazon schalten. Das ist der Wahnsinn, weil, ganz einfach, Amazon hat eine perverse Conversion Rate. Und pervers meine ich mit 75, 76%, das heißt, von 4 Personen kaufen 3 bei Amazon. Und das ist ja der Clou, das ist der Wahnsinn, ja. Teilweise schaltet Amazon auch für dich Werbung auf Google. Auf Google deswegen, weil Amazon öfter davon ausgeht, naja, wenn du schon relevante Sachen suchst, dann solltest du schon auf Amazon kommen. Und warum schalten sie für dich kostenlos Werbung? Weil, wenn jemand drauf geht, nicht nur dein Produkt kauft, dein Buch, sondern kauft noch was anderes in der Regel. Oder hat schon was im Warenkorb. Oder. Dann ist es so, dass Amazon auch E-Mails verschickt. Ja, du kennst es sicherlich auch, wenn du Amazon-Kunde bist, dann werden dir Produkte empfohlen. Und auch das kannst du nämlich bei Amazon bekommen. Das ist ja der Clou. Ja? Das heißt, wenn du eine E-Mail bekommst, da steht da empfohlene Produkte, kann auch da dein Produkt drin sein. Und das ist halt sehr, sehr spannend, weil Amazon für dich kostenloses Marketing macht. Also besser geht's ja gar nicht mehr, oder? Und nun im sechsten Schritt geht es um Outsourcing und Automatisierung. Das heißt, du kannst bestimmte Schritte einfach automatisieren oder outsourcen. Ja, das heißt, du erstellst ein System. Dieses System arbeitet dann für dich und verdient für dich. Outsourcen kannst du zum Beispiel Cover, Bucherstellung, Marketing. Und damit hast du schon so gut wie alles outgesourced. Allein das Buch erstellen, outsourcen und Cover ist schon immens groß. Ja. Es ist schon über 90%, 95% der Arbeit eigentlich schon. Was du machen musst, ist halt die Nischenrecherche. Das solltest du schon auch bei dir belassen. Also zusammengefasst. Erstens musst du eine Nische finden. Zweitens ein E-Book erstellen oder erstellen lassen. Drittens ein Cover erstellen lassen im besten Fall. Viertens E-Book veröffentlichen. Fünftens das Marketing übernehmen. Sechstens musst du dann einfach nur noch Outsourcing und Automatisierung betreiben. Ja, das sind die 6 Schritte, die deinen Erfolg auch nahezu garantieren. Und ganz ehrlich, die Garantie bist du selber. Vergiss es nicht. Du bist dein Garant für deinen Erfolg. Das kann dir niemand abnehmen, das musst du schon selber umsetzen. Das ist ja das Wichtigste. So, der Mindset für Erfolg. Wie liefere ich den größtmöglichen Mehrwert?
Wie kann ich dafür sorgen, dass die Leser nach dem Lesen des Buches ihrem Ziel näher gekommen sind? Wie überzeuge ich dabei so, dass er, falls er die richtige Person ist, erkennt, dass eine Investition in mein Buch sein Problem lösen kann? Aber was heißt denn Mehrwert liefern eigentlich? Wird ja oft gesagt, deswegen lass mal kurz die Definition anschauen. Meine Definition von Mehrwert ist die Möglichkeit des Lesers zu lernen und Informationen zu erhalten, welche die Person zu einer Positivveränderung verhelfen kann. Beispiel, wenn sie vorher ängstlich waren, nun zuversichtlich. Das ist Mehrwert. Ja? Durch das Buch haben sie einfach, sind zuversichtlicher geworden. Wenn sie vorher kein Selbstbewusstsein hatten und nach dem Buch mit Übungen und so weiter definitiv mehr Selbstbewusstsein aufbauen konnten, das ist Mehrwert. Und wenn sie vorher wenig über Low Carb wussten, danach aber mehr, ist das auch ein Mehrwert. Vielleicht haben sie sogar ein Gericht davon gekocht aus dem Buch. Ja? Genau. So, aber ganz ehrlich, Informationen alleine helfen nicht. Das Problem ist, dass Free Content überall ist. Milliarden von Stunden auf Content auf YouTube sind vorhanden und Google hat sowieso alle Antworten. Das war eine Frage, warum sind wir dann nicht alle erleuchtete Millionäre mit einem Sixpack? Ja, ganz einfach. Das heißt, was wäre, wenn ich die wichtigsten Erkenntnisse zusammengefasst hätte? Ja, das in eine Schritt-für-Schritt-Anleitung gepackt hätte und du jemanden Mehrwert bietest und das in einer lukrativen Nische und diese einfache und geniale Schritt-für-Schritt-Anleitung, ja, wie wertvoll wäre es für dich? Ja, und ganz ehrlich, ist die echte Frage, weil dann weiß man wirklich, wie wertvoll es für einen ist, würdest du dafür Geld bezahlen? Das ist wirklich eine sehr wichtige Frage, ja, auch beim Buch. Wenn ich den Mehrwert erkenne und sehe, würde ich dafür Geld bezahlen? Wenn ja, dann ist es wirklich relevant für mich. Wenn nicht, dann eher nicht. Deswegen funktionieren oft auch so Kosten und Sachen nicht so sehr, weil es ist kostenlos und ja, na, ist nichts wert. Was nichts kostet, ist nichts wert, wie man schon sagt, oft. Gut, im zweiten Monat, wie gesagt, hast du gesehen, was ich verdient habe, über 1682 oder 94. Dritter Monat nochmal 1597,19 €. Dann im September nochmal 1801,95 €. Oktober 2019 über 2207,81 €. Dezember 2019 über 2831,30 €. Ja, und jetzt vor kurzem, im Januar 2021, über 2268,80 €. Ja, und das halt wirklich ohne etwas gemacht zu haben. Ja, oder nahezu nichts gemacht zu haben. Ja, auch mit Hörbüchern, mit 6 Hörbüchern in 6 Monaten über 1804 Sales, circa 2706 € passiv. Und mit 6 Hörbüchern in 8 Monaten über 2581 Sales, circa 4129,60 € passiv. Mit Hörbüchern habe ich viel später angefangen, weil da die Registrierung nicht so einfach ist, gerade in Deutschland. Aber ich kenne jetzt mittlerweile mindestens 2 Wege, wie man sich registrieren kann. Ja, und auf das eine, also das sagen wir, gehen wir später nochmal drauf ein, vielleicht. Und ja, so kannst du auch mit Hörbüchern entsprechend Geld verdienen. Das heißt, im ersten Jahr über 18.187,92 € nur mit E-Books und Taschenbüchern verdient. Auch hier im Dashboard nochmal. Im zweiten Jahr über 25.159,56 € auch nur mit E-Books und Taschenbüchern, wie auch hier. Ja, und hier haben wir schon die Katharina ja schon gesehen, die gezeigt hat, ja, über 1.000 €, was sie da verdient hat, ja, und nun endlich ihren Zweitjob kündigen kann und sich mehr auf dieses E-Book-Business konzentriert. Würdest du mir zustimmen, dass es dir damit einfacher fallen würde, erfolgreich mit diesem Business zu werden, ja, mit dieser Schritt-für-Schritt-Anleitung? Dass es einfacher ist, erfolgreich zu werden, wenn man eine genaue Schritt-für-Schritt-Anleitung hat. Wenn du nun eine einfachere und bessere Methode hast, Geld zu verdienen, dann solltest du sie dann nicht auch wirklich nutzen, um dir damit ein monatliches passives Einkommen aufzubauen? Eine wirklich wichtige Frage. Warum sollst du etwas anderes tun, wenn du etwas hast, was dir wirklich Geld einbringt? Ja? Sogar am besten noch passiv, wo du auch frei bist und es von überall aus machen kannst. Okay, jetzt haben wir nochmal kurz ein Recap. Du hast die ganzen Zahlen, Daten, Fakten kennengelernt, ja. Du hast das System kennengelernt, meinen Verdienst hast du kennengelernt im ersten Jahr, im zweiten Jahr. Du hast auch ein paar Ergebnisse von anderen gesehen. Jetzt gehen wir aber mal noch ins Thema Skalierung hinein. Es ist ja wichtig, dass wenn man ein Business aufbaut, dass man eine Möglichkeit hat, das zu skalieren. Das soll ja das System ja hergeben, weil sonst ist ja kein System. Ich kann zum Beispiel meine Arbeitskraft ja nur bedingt skalieren. Ja, ich habe nur mal 24 Stunden zur Verfügung, ich muss schlafen, ich muss essen und so weiter und so fort. Jetzt ist also die Frage,
das System soll ja autark arbeiten. Und jetzt ist die Frage, wie kann ich das denn skalieren, das Ganze? Ja, es muss ja skalierbar sein. So, die Realität ist doch die, dass viele Online-Business einfach zu komplex oder risikoreich sind und die Ergebnisse erst später ersichtlich sind. Aber es ist nicht deine Schuld, dass du bisher nicht die Ergebnisse erreicht hast, die du dir wünschst und jedoch verdienst. Schließlich kannst du nicht das, was wir heute behandeln und behandelt haben. Ja, ein Business, bei dem du den ersten Erfolg siehst, macht dich automatisch glücklicher und erfolgreicher. Ganz klar, weil du bist einfach drin, du hast Glücksgefühle, du hast Erfolgserlebnisse und das steigert eben das, dieses Momentum, dass du dabei bleibst, dass du weitermachst und das noch mehr willst, du bist hungriger. Ja? Und das heißt, damit wird deine Qualität automatisch besser von deiner Arbeit, was noch zu noch besseren Ergebnissen führen wird, garantiert. Jetzt fragst du dich vielleicht, Eugen, das hört sich alles schön und gut an. Ja, wo ist der Haken? Wie ist der zeitliche Aufwand? Ganz ehrlich, mit dem richtigen System brauchst du für eine Stunde am Tag. Ja, dann kommst du schon gut zurecht. Ist aber ganz klar, je mehr Zeit du investierst, desto schneller wird es auch vorangehen. Und desto mehr Geld wirst du auch verdienen. Und erfolgreich wirst du natürlich. Ja, es ist ganz, ganz klar. Logisch. So, das Beste ist, du kannst dieses Business einfach skalieren. Okay, wie denn überhaupt? Durch Outsourcing. Wir haben ja gesagt, du kannst Texterstellung outsourced, Covererstellung kannst du outsourced, Buchbeschreibung kannst du outsourced, Marketing könntest du auch outsourced und die Nischenrecherche im Idealfall auch. Das heißt, das Einzige, was du machen müsstest schlussendlich, ist dann alles nur noch hochladen. Hochladen und das war's. Hochladen, veröffentlichen, Preis bestimmen, that's it. Ja? Und das kannst du alles in einen einzigen Tag packen, wo du dann mehrere Bücher hochlädst und das dann halt, ja, die nächsten Schritte weitergibst, ja, in deinem Team zum Beispiel. Oder durch Automatisierung, ja, du kannst Upload automatisieren, du kannst das Marketing automatisieren, auch die Nischenrecherche zum Teil mit Tools, ja, also das musst du schon was tun, aber dadurch, dass du das nicht mehr, sag ich mal, händisch machen musst, sondern mit Tools machst, kannst du das dadurch, ich sag mal, semi-automatisieren. Ja klar, und Projektmanagement kannst du das auch nochmal abgeben, dass du nicht mehr dich drum kümmern musst. Und damit hast du dann nur noch eine Stunde in der Woche. Aber auch hier ist klar, je mehr Zeit du investierst, desto schneller und erfolgreicher wirst du. Am Anfang, gerade am Anfang ist es wichtig. Aber später kannst du das eben outsourcen und du hast mehr Zeit und mehr, ich sag mal, Arbeitskraft. So funktioniert ja auch ein Unternehmen. Ja? Werkzeuge dafür wären verschiedene Checklisten, Tool, Vertragsvorlagen, andere Templates und Vorlagen, ja, und natürlich auch entsprechend die Ressourcen dazu, ganz klar. Jetzt gehen wir mal kurz in das Thema Verdienst nochmal hinein, du hast ein paar Mal den Verdienst gesehen, aber dennoch lass uns nochmal kurz genauer einsteigen, ja, weil ich habe jetzt gesagt, es gibt ja mehrere Möglichkeiten, wie du mit Geld verdienst und nicht nur eine, ja, also reden wir über Money, über Geld, was man ja in Deutschland nicht so gern tut, aber wir sind hier um das Thema Geld verdienen, möchten ja Geld verdienen, von daher sprechen wir auch darüber. Das heißt, wie kann ich mit Geld verdienen? Ja, einmal die richtige Arbeit zu tun und sich x-mal bezahlen lassen. Also, ich löse mal das Ganze auf. 5 plus Einkommensquellen. Erstens, hast du das E-Book. Zweitens, aus dem Taschenbuch, aus dem vorhandenen E-Book, kannst du auch ein Taschenbuch machen. Also, das ist die zweite Einkommensquelle. Taschenbuch. Drittens, wäre das Hörbuch. Du hast das E-Book schon, du hast das Taschenbuch schon. Nun kannst du ein Hörbuch draus machen lassen. Ja. Dann Empfehlungen im Buch, also Affiliate Marketing. Dann bekommst du auch vom Amazon noch entsprechende Bonis. Ja, sei es, wenn du einen bestimmten Rang erreicht hast mit deinem Buch als Autor oder wenn deine Seiten gelesen werden von bestimmten Teilnehmern, also Amazon-Kunden. Dann vom Staat teilweise auch. Und noch weitere Möglichkeiten, ja, Google und Co. Das ist dann der erweiterte Schritt, aber du kannst dann noch weiter damit Geld verdienen. Und klar, Leads für dein eigenes Business generieren, Leads für andere Sachen generieren, ja, Affiliate-Marketing und. Das ist ja auch alles noch möglich. Deswegen meine Frage, was würdest du tun, wenn du finanziell frei und unabhängig von Zeit und Ort wärst? Würdest du dann mehr Zeit mit deinen Freunden verbringen oder auf Reisen gehen? Würdest du mehr Zeit mit deiner Familie verbringen oder mit deinen Hobbys? Oder willst du ein schönes Auto fahren? Muss ja nicht gleich gekauft sein. Kannst ja mal ausleihen, dein Traumauto zum Beispiel oder sonstiges. Ja? Als Motivation. Es geht hier nur allein um das Ziel vor Augen zu haben. Ja? Oder was würde es bedeuten, 10, 20 oder 30.000 Euro mehr zusätzlich zu haben?
Ja, und es kann für dich ja bereits in 2 bis 3 Monaten Wirklichkeit werden. Du musst es halt nur richtig umsetzen. Mit dem richtigen System. Und du kannst dann arbeiten, wann du möchtest, wo du möchtest und dich über mehr Freizeit freuen. Du kannst alles outsourcen, wenn du es möchtest. Musst du aber nicht. Du kannst es. Und du kannst dich dann über ein passives Einkommen freuen. Und Zusammenfassung, was wir bisher erfahren haben, ist, du hast meinen Verdienst mit Amazon KDP gesehen, die Erfolge anderer Teilnehmer, warum Amazon KDP so genial und einfach ist, die 6 geheime Schritte zum Amazon KDP-Erfolg. Und nun ist die Frage, was ist denn dein Ziel? Schreib's doch mal gerne in die Kommentare oder auf den Zettel, was ist dein Ziel? Ist es monetär? Ist es irgendwie mehr Freizeit zu haben? Freiheit? Das wird sehr, sehr wichtig. Denn wenn du in dein Navi kein Ziel eingibst, wirst du auch nirgendwo ankommen. Wenn du zu einem Taxifahrer sagst, ja, fahren Sie einfach irgendwo hin. Ja, wo soll er dich hinfahren? Wo fahrt ihr denn hin? Deswegen ist es so wichtig, deswegen waren vorhin die Fragen da, was ist denn dein Ziel? Wo willst du denn hin? Ja, wie gesagt, Aufwand, wenn du es richtig machst, oder am Anfang halt, eine Stunde am Tag reicht vollkommen aus. Klar, je mehr Zeit du investierst, desto schneller und erfolgreicher wirst du. Ganz klar und logisch. Ja? So, was kannst du nun tun? Durch Trial and Error lernen, was dir vermutlich viel Zeit, viel Nerven, viel Geld kosten wird. Warum? Ich weiß es ganz genau. Ich zeige dir mal was. Ich habe nämlich im ab August 2017 mit diesem Business angefangen. Ja? Alleine. Und ich habe hier zwei Bücher verkauft. Zwei. Ja? Es ist ja mal nichts. Februar 2018, so lang, also August 2017, 6 Monate später noch immer nur 8 Einheiten verkauft, weil ich alleine es gemacht habe. Da habe ich einen Mentor gefunden, ja, aus USA, und damit ist es viel einfacher, denn er zeigt dir den richtigen Weg, spart viel Zeit und vor allem Geld. Schont deine Nerven, ganz, ganz wichtig. Er motiviert dich und macht dich erfolgreich. Weil, ganz ehrlich, es ist mein persönliches Glück, dass ich 6 Monate dran geblieben bin, mindestens, und dann einen Mentor gefunden habe, der es mir auch gezeigt hat, wie es funktioniert. Sonst hätte ich vielleicht aufgegeben. Das ist ja oft der Fall, dass man zu schnell aufgibt. Weil, wieso ein Mentor? Jeder erfolgreiche Mensch hat einen Mentor, mindestens einen Mentor. Ein Mentor hat den Weg bereits gemacht. Ein Mentor zeigt dir die Abkürzung und schützt dich vor Fehlern. Ein Mentor motiviert dich. Also die Frage ist, wie habe ich es geschafft? Ich habe jemanden kennen aus den USA, der mir es ganz genau und Schritt für Schritt beigebracht hat, wie das funktioniert. Das Ergebnis, hast du gesehen, im ersten Jahr 18.187 oder 92. Ja? Und die Frage ist, ob du es ganz auch so willst. Möchtest du es ganz auch haben? Ich zeige dir einfach mit meinem Mentor im Mai, also hier sieht man April schon ein guter Anstieg gewesen, aber im Mai 1010 Einheiten. Ja, im Juni waren es dann ein bisschen weniger, da haben wir 860 ungefähr gehabt, 870, aber im Gegensatz zu 8 ist ein immenser Anstieg. Also, wieso ein Mentor nochmal? Ist ganz ehrlich, wer hat dir gezeigt, wie du Fahrrad fährst oder richtig liest und schreibst, wie Mathematik funktioniert? Ja, genau, ein Mentor, Mentoren, deine Eltern, Großeltern, Lehrer, Fahrlehrer, ja, beim Autofahren, von daher auch ein Mentor. Ist die Frage, ist es für jeden geeignet? In der Regel ja, denn du kannst alles outsourcen, was du möchtest. Ja, was du nicht kannst oder nicht machen willst. Du kannst andere schreiben lassen, andere designen lassen. Du kannst von überall aus machen. Du brauchst also auch kein Experte drin zu sein. Weil jemand, der es für dich schreibt, der ist im besten Fall schon Experte darin. Und solche Leute suchen wir. Die haben Spaß an dem Schreiben. Die wissen, wie es funktioniert und die können das. Die machen das schon länger. Und das ist der große, große Vorteil. Für dir also eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, eine Abkürzung zum Erfolg, Checklists, Templates, Tipps und Tricks helfen. Würde es dir helfen, wenn du wüsstest, wie du eine profitable Nische findest, wie du einen verkaufsstarken Titel erstellst, wie du einen catchy Cover erstellst, wie du Ghostwriter Designer findest, wie du dein E-Book vermarktest. Würde es dir helfen, wenn du wüsstest, wie du eine virtuelle Assistentin findest, wie du möglichst viel outsourcest, wie du Bewertungen für dein Buch bekommst, weil keiner kauft gern die Katze im Sack, ja? Und wie du das Business profitabel laufen lässt. Würdest dir helfen, wenn dich jemand an die Hand nimmt, du fertige Nischen vorbereitet hättest, du ein fertiges System zum Nachbauen hättest, würde dir das alles helfen? Jetzt noch mal eine Frage. Wenn dir das alles helfen würde, deine finanzielle Freiheit zu erreichen, wenn du mehr Zeit für deine Hobbys, Familie, Freunde und für dich hättest, wenn du mehr reisen kannst und trotzdem viel Geld verdienst, je nachdem, was du für ein Ziel hast, das ist wichtig. Ziel. Definier dein Ziel. Ja? Und mit so einem bewährten System
Das ist, was ich dir vorstelle, ein bewährtes System. Das funktioniert. Mehrmals getestet mit Erfolg. Ja, also nochmal Verdienst. Springe jetzt einfach drüber. Habe ich ja schon erwähnt. Ja, über 18.187,92. Im zweiten Jahr 25.959,56. Das haben wir schon gesehen. Ja, meine Hörbücher haben wir schon gesehen. Und nun ist der nächste Schritt. Hier siehst du, 2018 habe ich hier einen Auszug zum Beispiel von über 1.032,06 €. Hier siehst du Wissenschaft, Fachbücher, Broschüren, Karten. 950 € einfach so extra. So, hier Affiliate Marketing nur bei Amazon jetzt in dem Fall. Ja, es sind noch andere Affiliate-Projekte dabei, aber ich kann jetzt noch nicht alle meine Affiliate-Projekte hier aufzeigen oder zeigen, weil das wird dann ein bisschen länger dauern dann. Das heißt, je nach Buch ja unterschiedlich. Aber nur auf Amazon. Einfach nochmal zusätzlich 820,68 €. Ich glaube, das ist auch okay, dass man einfach zusätzlich bekommt. Ja? Dann hier nochmal im zweiten Jahr nochmal 545,18 €. Von daher siehst du das mal nochmal hochrechnet. Ja? Start 950 €, Amazon nochmal dazu sind 19.972,10 €, was ich eigentlich nochmal verdient habe. Also 1.800 € mehr im ersten Jahr. Und dann im zweiten Jahr über 30.634,34 €. Ja, vom Start war das Ganze noch ausstehend. Es kommt ziemlich spät. Die haben irgendwie ein Thema. Ja, und du siehst, es ist eine Steigerung von 53% von über 10.662,24 €. Jetzt die Frage, hast du auch so eine Gehaltssteigerung? Ich finde, das ist sehr, sehr interessant, ja, dass man sein Gehalt mehr oder weniger selber definieren kann. Je mehr man hier wirklich erfolgreich arbeitet, desto mehr bekommt man auch. Und ja, wie gesagt, mein Verdienst über 30.634,34 € im zweiten Jahr. Und ich habe meinem Mentor zu verdanken, dass er mir Schritt für Schritt beigebracht hat und gezeigt hat, wie es funktioniert. Und konnte ich 19.172,10 € im ersten Jahr erreichen. Und wie gesagt, auch hier, Katharina hat es geschafft. Hier die Martina, die hat es auch geschafft. Auch hier, was sind denn das? 1000, ich habe 1300 knapp, ja, 1280, 90. 90 € noch was, ja, 90,96 €, also 1290,96 €, das ist ja auch okay, auch hier über 1000 €, was sie geschafft hat, auch mega. Ich meine, so ein 1000 € ist so eine magische Grenze im ersten Step. Und hier, der Stefan ist ein Überflieger, der hat gesagt, der Kurs ist der Hammer, ja, was ich da eben gezeigt habe, klare Anleitung, das Beste, was man aktuell bekommt und. Also, du bekommst wirklich alles hier, rechtliche Aspekte, Vertragsvorsteuerthemen und. Ja? Und warum es ihm so gefallen hat, er hat gut reden, weil er sagt auch, das ist, apropos, sagt hier, das Ganze ist ein echtes Geschäftsmodell und für den Preis absolutes Schnäppchen. Ja? Warum? Ganz einfach. Schauen wir uns einen Screen an. Das sind 5200, 5300, 5000, über 5400 € konnte er damit erwirtschaften pro Monat. Du siehst der E-Book, Taschenbuch, da noch die anderen Kleinigkeiten, die dazu kamen, ja, übergelesen Seiten, der Wahnsinn, oder? Und das ist ein zusätzliches Einkommen. Egal, ob du mit deinem Job zufrieden bist oder unzufrieden bist, ein zusätzliches Einkommen kann doch immer passen, oder? Und damit einfach mehr Geld zu haben, ist doch nicht verkehrt. Und damit wieder meine Frage zu deinen Zielen, was wirst du mit tun? Wirst du mehr Zeit mit deinen Freunden verbringen? Mehr auf Reisen gehen, wenn man wieder darf? Wirst du mehr Zeit mit deiner Familie verbringen? Wirst du mehr Zeit für deine Hobbys aufwenden, ein schönes Auto fahren? Was wird es für dich denn bedeuten, 10, 20, 30.000 oder mehr Euro zusätzlich im Jahr zu haben? Ja, also hier nochmal im ersten Jahr 19.172,10 € im ersten Jahr, 30.634,34 € im zweiten Jahr. Was wird es für dich bedeuten, so viel oder das Geld zusätzlich zu haben im Jahr? Okay, lass mal ganz kurz durchatmen. Es war jetzt sehr viel. Du siehst, ich bin da voll Leidenschaft drin. Ich bin Feuer und Flamme, weil das ein richtig, richtig geiles Business ist, ganz ehrlich. Und jetzt in der kurzen Zeit, so komprimiert wie möglich, ja, meine Zeit ist hier begrenzt, komprimiert wie möglich meinen kompletten Prozess für die Dominanz von Nischen in Amazon KDP gezeigt. Du hast erfahren, wie die Prognosen sind, ja, du hast erfahren, wie viele User drin sind, wie viele Verdienste ich eingefahren habe, du Erfolge von anderen hast du gesehen. Ja, Martina, Katharina, Stefan, du hast erfahren, wie du skalieren kannst. Du kannst mit Outsourcing oder mit Automatisierung. Du hast erfahren, wie hoch der zeitliche Aufwand ist. Ja, wenn du ganz gut fährst und alles outsourcest, eine Stunde in der Woche, was echt nichts ist. Und nun meine Frage an dich. War unsere gemeinsame Zeit für dich bisher wertvoll?
Hast du neue Erkenntnisse sammeln können? Bist du neugierig, wie sich dein Leben dadurch verändern könnte? Und sind dir bereits gute Ideen für Nischen gekommen? Ja, vielleicht hast du schon ein paar Ideen gesammelt. Und weißt du nun, welche Möglichkeiten des Geldverdienens damit möglich sind? Hast du dir Ziele schon realisiert oder anvisiert, besser gesagt? Wäre es fair zu sagen, dass dir all diese Techniken, das Wissen helfen würden, um auch für dich ein profitables Online-Business aufzubauen? Was sagst du? Möchtest du weiterhin nach Erfolg suchen, so weitermachen wie bisher, also ohne Erfolg, Zeit und Geld verlieren, dir den Kopf zerbrechen, zu ärgern, frustriert sein, dass wieder nichts geklappt hat, shiny object hinterherlaufen? Oder möchtest du auch diese oder bessere Ergebnisse haben, auch ein zusätzliches Einkommen zu haben, ein lukratives und seriöses Business zu haben, mehr Zeit und mehr Geld haben? Was hält den meisten ab? Ja, die meisten hält ab, Angst zu scheitern. Die denken, ich weiß nicht, wie man ein Buch schreibt. Ich kann kein Marketing, ich kenne mich mit Technik nicht aus, ich traue mir nicht zu. Ja, oder ich bin nicht gut genug. Das sind alles limitierende Glaubenssätze, die dich einfach davon abhalten. Egal, ob du dieses Business machen würdest oder ein anderes. Diese negativen Glaubenssätze halten dich davon ab, dass du erfolgreich wirst. Oder Skepsis. Ich finde, Skepsis ist wichtig. Gesunde Skepsis, ja. Weil manche sagen, boah, ich weiß nicht, ob das ganze Business für mich funktioniert. Ja, ach, für mich funktioniert es bestimmt nicht. Ich weiß nicht, ob ich gute Nischen finde, guten Cover erstellen lassen kann und so weiter. Das sind unbegründete Skepsis. Das ist einfach nicht begründet, weil es ist ja bewiesen, ich habe es ja gezeigt, es funktioniert für viele andere ja auch. Ja, für mich selber, für viele andere. Deswegen ist das keine gesunde und gute Skepsis. Ganz ehrlich. Und der andere Aspekt ist Zeitmangel. Naja, gut, ich habe keine Zeit, muss lang arbeiten, Familie, dies, das, das. Naja, die anderen, die ich gezeigt habe, die haben ja auch einen Job gehabt. Das heißt sogar zwei Jobs. Das heißt Familie. Und trotzdem haben sie es geschafft. Ganz einfach, weil wenn du eine Strategie hast, eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, einen Wochenplan, dann ist es eigentlich sehr, sehr gut möglich, das alles umzusetzen. Andere haben Angst vor einem Investment. Naja, sie möchten Geld investieren, ja, die wollen einfach irgendwas starten, Online-Business, aber kein Geld investieren. Naja, du musst immer etwas investieren. Zeit oder Geld oder beides. Du kannst natürlich alles selber erlernen. Die Frage ist, hast du die Ausdauer dazu, das Durchhaltevermögen, die Zeit, dir alles anzueignen, die Lust auch dazu? Wenn ja, dann okay. Aber in der Regel musst du was investieren. Du musst immer was investieren. Zeit oder Geld oder beides. Ganz, ganz wichtig. Und das ist einfach unbegründet, ganz ehrlich. Auch das hält dich davon ab, erfolgreich zu werden. Jeder weiß, nur wenn du einen Samen pflanzt, kannst du auch was ernten. Wenn du nichts pflanzt, kannst du nichts ernten. Ganz einfach. So im Business auch. Andere wollen nicht sichtbar werden. Ja, die wollen nicht mit Namen auftreten, möchten an diesen Chef und Freunde erfahren, Nachbarn. Das ist ja genial an diesem Business. Du kannst hier vollkommen anonym auftreten. Keiner wird wissen, dass du dich dahinter verbirgst und so weiter und so fort. Du musst nicht mit deinem Namen auftreten, wenn du nicht möchtest. Dafür kannst du ein Pseudonym nutzen. Vollkommen legitim. Oder Angst vor Technik. Nun, ganz ehrlich, die größte Technik, die du hier brauchst in diesem Businessmodell, ist eigentlich nur der oder die, dass du eigentlich nur Sachen hochladen musst. Ja, und dich ein bisschen mit Word auskennen solltest. Das war's. Also das, glaube ich, bekommt jeder hin. Heute habe ich ein Schritt-für-Schritt-System entwickelt, welches auf meiner gesamten Zeit Marketing und Amazon KDP beruht. Und ich bin mir sicher, dass du mit den Funktionen, die wir heute in diesem Webinar behandelt haben und sonst weiter nichts, es weiter schaffen wirst als die meisten. Und wenn das die einzige Option wäre, wäre es auch vollkommen okay. Was aber, wenn es noch einen weiteren Weg gäbe? Einen, der uns erlaubt ist, gemeinsam anzugehen. Eine Chance, tiefer ins Thema einzutauchen, als wir es in einem einmaligen, stark komprimierten Webinar jemals schaffen würden. Was, wenn ich eine aktive Rolle in deinem Erfolg spielen, Verantwortung für deine Ergebnisse übernehmen würde? Dich an die Hand nehme und dir eine Abkürzung zeige, sodass du meine Anfangsfehler vermeidest. Wie würde das deine Situation verändern? Glaubst du, dass ich dich in diesem Szenario mit all den mir zur Verfügung stehenden Ressourcen bestärken und deinen Erfolg, wie auch mit meinen bisherigen Studenten, zur garantierten Konsequenz machen würde? Angenommen, ich hätte Abkürzungen, Systeme und Einblicke, die dich schneller und einfacher zu den Ergebnissen bringen könnten, die du dir wünschst und auch verdienst. Genau aus diesem Grund ist es mir eine große Freude, dir die einmalige Möglichkeit zu geben, die Strategie für nur 7 Euro zu erfahren, plus ein Gespräch mit mir.
Die Geheimnisse vierstelliger passiver Einkommen pro Monat mit Amazon KDP. Du kannst einfach hier auf den Link klicken, unter einem Video, unter einem Workshop oder einfach auf, auf incomebutter.com/chance2021 gehen. Und schon bekommst du diese Möglichkeit. Das ist ideal für dich, wenn du ein seriöses Online-Business aufbauen willst, ein profitables Online-Business aufbauen möchtest, das dir auch ein passives Einkommen einbringt. Wenn du bereit bist, für deinen Erfolg etwas zu tun, und wichtig ist, du musst bereit sein, es umzusetzen, endlich erfolgreich werden zu wollen. Ja, wenn du das willst, perfekt. Und das ist ideal für dich, wenn du direkt an die Hand genommen werden möchtest. Ja, deine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Erfolg heißt, wir gehen dann Schritt für Schritt für deine Anleitung durch, heißt, ich beantworte deine Fragen, bekommst eine kleine Struktur, Vorgehensweisen, sofort anwenden kannst, profitable Nischen findest und diese auch besetzen kannst. Ja, endlich Geld verdienen, mit dem du machen kannst, was du möchtest. Egal, mehr Freiheit, mehr Zeit, weniger Arbeiten, mehr Reisen, egal. Deswegen habe ich vorhin gefragt, was ist dein Ziel? Weil ohne Ziel kommst du nirgendwo hin. Mit einem Ziel kommst du auch an dein Ziel. Ja? Also, worüber sprechen wir nun in diesem Gespräch, wenn du jetzt auf diesen Link unten klickst und dir einen Termin sicherst? Ja, ich kann nicht mit jedem sprechen, das ist natürlich klar. Ich habe auch begrenzte Ressourcen, logisch, das habe ich ja vorhin gesagt. Ich kann meine Arbeitszeit nicht skalieren. So, also worüber sprechen wir dann? Wir sprechen von 0 auf 100, das heißt über die klare Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie du dieses Business aufbaust, ohne Druck, aber mit Abkürzungen. Eine klare Nischenrecherche, ja, Schritt für Schritt, damit du verstehst, welche Nischen du verwenden kannst und welche du eben lieber, ja, links liegen lassen solltest. Heißt Ghostwriter, du erfährst verschiedene Quellen, wo du Ghostwriter findest, die günstig sind, aber dennoch eine gute Qualität abliefern. Vor allem erfährst du, was du bei einem Ghostwriter-Briefing beachten solltest, damit das Ganze auch möglichst günstig für dich wird, aber auch der Aufwand für den Ghostwriter weniger, deswegen wird es auch günstiger für dich und für beide macht es mehr Spaß. Ja, du erfährst also, worauf es bei einer Zusammenarbeit eigentlich ankommt. Das ist sehr, sehr wichtig. Ja, dann Designer, du erfährst verschiedene Quellen, wo du Designer findest, die günstig sind, aber auch deine gute Qualität abliefern. Zwar richtig gute Qualität, schon Erfahrung damit haben. Du erfährst, wie du deinen Designer gleich richtig briefen kannst, worauf es ankommt, ja, bei Zusammenarbeit auch wieder, so dass es für euch beide Spaß macht und ihr euch bald Zeit spart. Ja, einfach sehr, sehr wichtiges ganze Thema. Damit das Buch verkauft sich durch ein richtig geiles Cover. Ganz einfach. Ja, außerdem sprechen wir darüber, wie du Fehler vermeiden kannst. Du erfährst, wie du profitable Nischen findest, damit du darin auch Geld verdienen kannst. Ja, du erfährst, wie du profitable Keywords findest, die gesucht werden in Amazon und die auch wirklich Geld einbringen. Außerdem ist ein wichtiges Thema, dass du Quellen bekommst, wo du eine Markenrecherche durchführen kannst, damit du auf der sicheren Seite bist. Ganz, ganz wichtig, ja, nicht so geschützte Werke irgendwie verwendest, Titel, die dich in Teufelsküche bringen könnten. Deswegen diese Markenrecherche, dann bist du auf der sicheren Seite. Gilt übrigens für viele andere Sachen auch, nicht nur in dem Business. Marketing. Du erfährst, wie du dein Ranking steigern kannst, dass du bei den wichtigen Suchbegriffen ganz vorne stehst. Du erfährst, wie du Bewertungen erhältst, damit andere dein Buch noch schneller kaufen können. Du erfährst, wie du sowas, wie du das Ganze outsourcen und automatisieren kannst und was du auch sollst, damit du noch mehr Zeit für dich hast. Jetzt kommt zum sehr, sehr wichtigen und spannenden Thema, wie du eine ganze Nische dominieren kannst, dass die Konkurrenz hinter dir lassen kannst, sodass du ein sicheres Einkommen aufbaust, ja, wie du einen Bestseller-Status erreichst und damit noch mehr Verkäufe erzielen kannst. Du wirst erfahren, wie du deine Konkurrenz in lukrativen Nischen übertrumpfen kannst. Außerdem geht es noch weiter und du erfährst, wie du ein Hörbuch erstellen kannst, denn du erfährst den geheimen Registrierungsprozess, ja, den die meisten noch gar nicht kennen, da das für Deutschland noch nicht verfügbar ist. Ja. Sichere dir also diesen unfairen Vorteil. Das ist ein Prozess, es sind zwei Schritte, zwei Wege und beide sind nicht wirklich bekannt. Ja? Da ist Amazon noch ein bisschen zurückhaltend. In Amerika ist es ziemlich einfach, aber in Deutschland noch nicht wirklich einfach. Und aus diesem Grund gibt es diesen Registrierungsprozess. Deswegen habe ich auch später mit den Hörbüchern gestartet. Also erfahre, wie du Hörbücher erstellen und langfristig davon profitieren kannst. Finde günstige Sprecher oder gar Sprecher des Hörbuch kostenlos für dich einsprechen. Ja, das ist das Spannende. So, was du alles nochmal bekommst, worüber wir sprechen, ist eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, im zweiten Schritt über Ghostwriter und Quellen, Briefing, Designer-Quellen, Briefing, Fehler vermeiden, damit du kein Geld verbrennst, ausgeklügelte Marketingstrategien, Profitaktiken für Nischendominanz, wie du ein Hörbuch erstellst und damit, in diesem System, in diesen Punkten, konnte ich im ersten Jahr über 19.972,10 Euro generieren, im zweiten Jahr über 25.959,56 Euro nur mit E-Books und Hörbüchern.
mit allen anderen war es ein bisschen mehr. Also im zweiten Jahr, wie gesagt, über 30.634 und damit über 10.662,24 € mehr, was einem Umsatzplus von 53% entspricht. Deine Chance ist, das heißt, du kannst das alles bekommen, ja, und erfährst, wie ich damit also schon über 50.606,44 € in knapp 2 Jahren erzielen konnte, und das sind noch nicht mal alle Umsätze. Du hast nun die Wahl. Möglichkeit 1, Möglichkeit 2. Möglichkeit 1 ist durch Trial and Error selber lernen, was dich viel Zeit, viel Nerven und viel Kosten wird. Glaub mir, das weiß ich. Ja? Oder du übernimmst ein funktionierendes System, in dem bereits andere zwischen 1.200 und 6.000 € oder mehr pro Monat verdienen. Ja? Ich hatte hier die Katharina über 1.000 € im Monat, ja, über 12.000 € im Jahr. Hier die Martina über 5.491 oder 52 im Jahr, wenn man es einfach hochrechnet. Und hier der Stefan, ja, Spitzenreiter mit über 64.829 oder 16. Wahnsinnswert. Und das kannst auch du erreichen. Ja, er hat es ja auch geschafft, der Stefan. Das heißt, deine Chance, du kannst davon profitieren und hier jetzt halt überall auf dieses Praxiswissen zugreifen. Ja, weil du es einmal einfach hast. Das ist dein Wissen dann. Kannst du durchstarten und deine eigenen Profite mitmachen. Ja, der Warren Buffett sagt, die beste Rendite ist das Investment in dich selber. Und im Jahr 2019 habe ich über 1.140 € für Bücher ausgegeben, über 8.390 für Seminare und Kurse, also über 9.530 € circa 2019 für meine Weiterbildung. 2020 über 890 € für Bücher und über 39.450 € für Seminare und Kurse, also über 40.340 € in meine Weiterbildung. In 2 Jahren also, ja, über schon knapp 50.000 € für meine Weiterbildung. Konnte damit eben verschiedene Menschen kennenlernen, auch da mich weiterbilden lassen oder einfach nur austauschen, kennenlernen. Genau, auch wichtig. Und das Beste ist, wenn du schnell genug bist, ja, dann bekommst du Infos für lächerliche 7 € plus Gespräch mit mir. Also dort reden wir das Ganze dann, und das ist deine beste Chance, endlich durchzustarten. Einfach auf den Link klicken oder incomebutler.com/chance2021 eingeben. Wie gesagt, da meine Zeit begrenzt ist, sind auch die Slots begrenzt. Du wirst sehen, dass manche Slots nicht verfügbar sind. Ja? Aus diesem Grund solltest du schnell sein und dir auch eine Position suchen, einen Terminslot suchen und buchen. Und dort sprechen wir dann gemeinsam über dieses Business. Und ja, dann wirst du sehen, wie das Ganze auch für dich funktionieren könnte. Es ist mein Input, ja, es ist mein, ich sag mal, wie soll ich das sagen am besten? Das ist mein Geschenk praktisch an diese Community. Ja, es ist mein Geschenk an diese Community, das einfach die Chance zu geben, in diesem Jahr nochmal richtig schön durchzustarten, in diesem Jahr die Chance zu nutzen, ja, da viele in der Kurzarbeit sind und einfach sich verschiedene Veränderungen ergeben haben, hast du damit eigentlich die gute Chance, diese Zeit, die du zusätzlich hast, dafür zu nutzen und gestärkt aus dieser, ja, ich sag mal, herausfordernden Zeit auch mal zu nutzen. Ja, wie gesagt, wir sind jetzt alle hier drin, und dieses Business konnte von dieser Zeit profitieren, weil mehrere Menschen zu Hause sind. Mehrere Menschen zu Hause und können dann dadurch eben mehr E-Books, mehr Bücher, mehr Hörbücher kaufen und beschäftigen sich auch mit verschiedenen Themen. Und auch darüber kann man zum Beispiel ein Buch schreiben. Ja, so, by the way. Also, nochmal, wenn das dich interessiert, du endlich durchstarten willst, dein 2021 zu deinem Jahr machen möchtest, diese Chance nutzen möchtest und endlich durchstarten willst mit einem Online-Business, das profitabel, lukrativ, seriös ist, ein nachhaltiges System aufbaust mit einem bewährten System, dann nutze jetzt diese Chance auf incomebutler.com/chance2021 oder hier auf diesen Link klicken. So, das war's jetzt eins von mir zu diesem Thema. Jetzt würde ich sagen, gehen wir nochmal in die Frage-Antwort-Runde. Ja, also nochmal die Möglichkeit, die Fragen hier in den Chat reinzustellen, und ich kann darauf besser eingehen, beantworten, alles, was noch übrig und offen ist. Also, los geht's! Jo, hallo Eugen. Grüß dich. Willkommen zurück. Danke. Ja, ich habe Vielen gesehen, Dank für ein dein paar schönes Fragen kamen ja Webinar. schon mal rein, ne? Also ihr könnt auch ruhig gerne Fragen reinstellen. Alles, was euch interessiert, einfach rein.
Dann werden wir einfach chronologisch abgehen und schauen, dass wir die ganzen Fragen beantworten, dass sie auch wirklich beantwortet sind. Ne? Genau, großartig, vielen Dank. Also auch von mir das Feedback, ich kenne das tatsächlich, ich habe meine ersten Schritte mehr oder weniger auch im E-Book-Business auf Amazon gemacht Cool. und kann deswegen auch echt sagen, da kann man wirklich viel Geld verdienen, auch vor allem auch langfristig. Also ich verdiene, das ist 1,5, 2 Jahre her und ich verdiene immer noch Geld damit. Natürlich nicht mehr so viel wie früher, aber es ist immer noch ein sehr langfristiges Business, wenn man sich da einmal wirklich ranhängt mit dem Cover und allem. Genau, da müssen uns auf jeden Fall, da kamen Fragen zu dem Thema rein, was die Kosten angeht. Deswegen will ich doch gar nicht zu viel labern. Du hast ja auch tatsächlich sogar noch eine Kleinigkeit zusätzlich zu deinem Angebot mit dem Call. Also vielen Dank, hast ja sogar auch eine Kleinigkeit noch in das Paket mit reingeschmeckt. In das Genau. Cashflow-Paket. Möchtest du vielleicht noch ganz kurz sagen, was das ist? Ja, klar, also es ist der erste Schritt, sage ich mal, sind über, ich glaube, 7 Stunden noch das Videomaterial drin. Ja, also wirklich, wie man da startet, wie man Ghostwriter findet, wie man Lektor findet, wie man Coverdesigner findet, alles Mögliche. Ja, das ist, sag mal, die ersten wichtigen Schritte in diesem Business, das zu tun. Auch Marketing-Sachen sind drin, sind noch ein paar Templates drin, sind Vorlagen, also wirklich, was man braucht, ja, auch Thema Gewerbe, Steuern, diese ganzen Sachen sind einfach drin. Aber für mich ist es wichtig, wenn du sowas startest, ja, ich meine, jeder von uns hat mal Kurse gekauft, ja, und denkt mal, ja, aber wie ist das, wie ist das, mir fehlt dies und das und suchst halt wieder weiter und dann ein Kurs folgt dann nach dem anderen und denkst da, aber es ist nicht das, was ich halt brauche. Und so habe ich mir gedacht, wenn ich sowas mache, digitale Produkte, dann soll es bitte von A bis Z sein, ja, wo du Vorlagen bekommst, Checklisten, Templates, da gehört auch eine Steuersache dazu. Da gehört auch das Thema Gewerbe dazu. Weil irgendwann musst du ja Gewerbe aufmachen, wenn du Geld verdienst. So ist es halt in Deutschland, ja. Von daher, das ist auch alles drin, das ist alles in diesem Geldhelden-Mega-Package drin, sage ich mal. Das ist ja echt der Wahnsinn, was da alles drin steckt. Ist eigentlich ein No-Brainer, das Paket. Von daher, feel free, da reinzugucken. Genau. Ich kann das einmal nur ganz kurz zeigen, ob man es einmal gesehen hat. Das ist halt hier in der Academy unter Kurse und da findet ihr unter anderem diese ganzen anderen Dinge auch hier von Eugen. Und er hat das hier, hat euch hier bei den Inhalten seinen Link reingepackt, den ihr dann später nehmen könnt und da auf seine Sachen zugreifen könnt. Genau, vielleicht mal eins vorab. Der Link ist drin, ja, das heißt, jetzt kommst du Digistore, aber ist 100% Gutschein hinterlegt, weil ich konnte meine Sachen nicht hochladen, deswegen haben wir über diese Lösung das Ganze gemacht. Also du gehst drauf, 100% Gutschein, du bezahlst gar nichts, du tust quasi, als ob du bezahlen würdest, 0 Euro halt, und gelangst dann direkt in den Mitgliederbereich, wo du dann alles anschauen kannst. Genau. Ja, erstmal so viel dazu. Deswegen, Leute, danke für die vielen Fragen erstmal und ich würde sagen, Eugen, du hast die ja auch gelesen. Leg einfach los, würde ich sagen, wa? Ja, also ich fange gleich mit der ersten Frage an, wie viele verschiedenen Büchern habe ich denn verdient im ersten Jahr gemacht? Eine sehr, sehr spannende Frage, ja. Ich meine, man kann so eine Zahl einfach nichts anfangen. Können ja 100 Bücher gewesen sein, kann ja nur ein Buch gewesen sein. Bei mir waren es 3 Bücher und das vierte Buch, habe ich vorhin noch nachgeschaut, habe ich im November nochmal gelauncht. Ja, das heißt also mit ein paar wenigen Büchern. Ich muss auch sagen, der zweite Sprung war auch ziemlich cool. Da habe ich ein gutes Buch gelauncht, eine super Nischenrecherche. Das ist auch gleich eingeschlagen, ja. Und das erste Buch, was da drin war, mit dem verdiene ich auch heute noch Geld. Lustigerweise verdiene ich damit aber noch viel, viel mehr Geld, als ich damals verdient habe. Ich habe vorher nachgeschaut, 700 bis 800, 900 Euro, weil ich den Preis auch nochmal, ja, ins Extrem nochmal aktualisiert habe, sage ich mal. Und das ist, was du auch gesagt hast, ja. Das kann auch sehr langfristig mit solchen Büchern auch laufen. Und das ist halt einfach der Vorteil im ganzen Business. So, dann sind schon das erste Thema hier, Kosten. Was kostet so ein Outsourcing überhaupt? Es kommt vollkommen drauf an, ja, was du outsourcen willst, wie groß das Buch sein soll, wird, wie viele verschiedene Cover du machen möchtest, für was, Taschenbuch, E-Book, Hörbuch. Ich empfehle immer so ein Dreierpaket zu nehmen, weil du einfach die Synergieeffekte nimmst und dann kostet es halt weniger. Ich zahle in der Regel zwischen, beim deutschen Designer tatsächlich, zwischen 30 und 50 Euro. Für ein Cover oder für diese 3 Cover besser gesagt. Ja, sogar mit 3D-Mockup. Und das ist echt nicht viel Geld, für das man bekommt. Top Designqualität. Klar kann man noch andere Plattformen nutzen, da gibt es auch weniger. Aber ganz ehrlich, für das Geld, das ist einfach nicht so viel Geld, für was du bekommst einfach. Ja, außer man sich auch Zeit spart. Also ich und Design sind nicht so die besten Freunde, deswegen lasse ich es immer machen. Gerade bei so einem wichtigen Teil wie bei Buchcover. Genau. Jetzt fragt noch jemand, wieso Start? Und was gibt es eigentlich vom Start? Fragt die Kathi.
Ja, es gibt eine Möglichkeit, wie man vom Staat auch wirklich Geld bekommt. Da muss man das Buch auch einreichen, ja, also man muss das Buch dort einreichen und das schauen sie auch an, wenn sie es genehmigt haben. Dann gibt es halt vom Geld. Das dauert ungefähr ja, ein Jahr ungefähr, manchmal auch länger, je nachdem, wie sie so drauf sind, bis du so einen Bescheid bekommst und bis, wenn der Bescheid da ist, ist es halt von ein paar Tagen das Geld auch schon auf deinem Konto. Das war jetzt bei mir in dem Fall halt diese 59 Euro, die man auch gesehen hat, ja, die man da einfach bekommt. Das kannst du auch für deinen Blog später nutzen, falls du das Ganze neu dadurch pushen möchtest. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Das ist auch ja, mit einer Anmeldung eigentlich erledigt. Genau. Was gibt es noch für Fragen? Sophia, mein unvollendetes Buch erwartet auf eine gute Gelegenheit. Also Lektorat, ich weiß, Lektorat ist wirklich oder kann teuer sein. Ja, ich habe es mit meinen Lektoren so vereinbart, dass wir einfach wissen, was bekomme ich, was muss ich dafür investieren und was bekommen die. Das heißt, jeder weiß ganz genau, was der Preis von so einem Lektorat ist. In der Regel zahlt man halt ein paar Euro pro Seite. Ich habe mir den Fixpreise ausgemacht und ich sage es dir, der Preis ist wirklich mehr als in Ordnung. Wenn man eine Zahl haben möchte, ist zwischen 80 und 150 Euro für ein ganzes Buch zu lektorieren, je nach Umfang des Buches, also je nach Länge. Und da lassen sich auch einige Lektoren auch drauf ein, nicht alle natürlich. Aber mein Lektorat, das macht eine Frau, die ist sogar Diplom-Lektoratörin, Lektorin. Und das ist auch immer richtig gute Qualität. Ja, du kannst nicht immer jeden nehmen, ist schon klar. Ist wie bei allem. Buch schreiben, Cover, du kannst aber nicht jeden nehmen. Muss zu dir passen, muss auch die Qualität stimmen. Und viele Lektoren nutzen das Ganze auch so als Lückenfüller, dann sie eben keinen Leerlauf haben und dann nehmen sie halt etwas, wo sie halt keine 5 Euro pro Seite bekommen. Weil ganz ehrlich, von vielen Lektoren, auch so im Bekanntenkreis gehört, gerade auch mit der Corona-Sache, sind auch deren Aufträge eingebrochen. Und dann nehmen sie auch gern solche Aufträge an, weil sie eben ihre Lücken schließen können. Und dennoch rentiert es für beide Seiten. Zudem haben sie noch ein Buch for free bekommen. Ja? Genau. Was haben wir noch hier? Investmentplanung hatten wir schon, genau. Dann, ach so, wie lange so ein Gespräch dauert. Also erstens, dieses Gespräch ist wirklich 1:1, dauert circa 45 Minuten, je nachdem, wie viele Fragen du natürlich hast. Ja, es kann natürlich auch eine Stunde dauern, kann auch eine halbe Stunde dauern, kommt von den Fragen auf. Und nein, ich werde da hier nicht meinen Kurs verkaufen. Klar mache ich dir am Ende des Gesprächs ein Angebot, ganz klar. Ja, du wirst dann entscheiden können, ob ja oder nein, aber ich werde das nicht so hardcore verkaufen und sonstiges. Hier geht es darum, dass du wirklich viele Fragen stellen kannst, auch die unangenehmen, ja, definitiv. Dafür ist dieses Gespräch wirklich da. So, und dort kannst du mich alles fragen, was ist das Thema Buch, Nischenrecherche, Vermarktung, Lektoratsuche oder sonstige Suche geht, kannst mich alles da fragen. Marketing und, kannst alles fragen. Und ich werde dir auch die Antworten liefern. Und dann kannst du ganz am Ende entscheiden, ob du mit mir zusammenarbeiten möchtest oder nicht. Ganz einfach. Ich glaube, das ist fair, oder? Ja. Also, ob es oberflächlich ist oder nicht, es kommt auf die Qualität deiner Fragen an. So wie immer. Wenn du gute Fragen stellst, dann bekommst du auch gute Antworten, mit denen du auch viel anfangen kannst. Wenn du, sag ich mal, so ganz Anfängerfragen stellst, wie zum Beispiel, womit schreibe ich mein Buch? Muss ich mein Buch selber verschicken? Dann ist es natürlich oberflächlich, in der Tat. Wenn du aber tiefer reingehst und tiefer gehende Fragen stellst, dann bekommst du auch tiefer gehende Antworten. Würde ich sagen. Genau, so, was haben wir noch? Achso, nein, das ist nicht das gleiche Paket wie im CCW-Paket. Ich habe da nochmal on top noch, also ich habe so ein Profi-Time, wo dann wirklich nochmal hardcore ins Marketing reingeht, ja, wo man noch viel stärker ins Marketing reingeht, auch stärker in diese Nischendominanz, wenn man die ganze Nische dominiert. Also Marketing auch, wie schalte ich Werbeanzeigen auf Amazon, weil das für ein Buch am lukrativsten ist. Weil ich gehe nicht auf Facebook, um da, sag ich mal, ein Buch zu kaufen, sondern dann ich schaue da in Gruppen rein, chat mit Freunden, sonstiges. Aber auf Amazon gehe ich, um etwas zu kaufen. Sei es ein Buch, sei es das für die Wohnung, für Freizeit, für mich, whatever. Deswegen ist das ein riesengroßer Unterschied zwischen Marketing auf Facebook und woanders oder aber auch Marketing auf Amazon direkt. Genau. Dröhnen, okay, ich weiß nicht. Was haben wir noch? Der Handy. Sehr gut, cool.
Kathi fragt, achso, VG Word, ja genau, das geht wirklich um VG Word tatsächlich hier in dem Falle. Ich bin mit dir auch im Gespräch, ob die nicht endlich mal das Hörbuch auch mit aufnehmen wollen. Da sind sie aber nicht ganz so weit. Aber ich glaube, die machen das jetzt mittlerweile, also Urlaub ziemlich bald. Ja. Kathi fragt auch nochmal Details um Kosten, wenn man bucht, circa 100 Seiten als outsourced, was es dann kostet. Nun, es kommt darauf an, wie du dich mit einem Ghostwriter einigst. Es kommt auch darauf an, wie gut du strukturierst. Manche Ghostwriter sagen, hey, je mehr Struktur du mir vorgibst, je besser du halt vorgearbeitet hast, desto weniger verlangt der, weil er weniger Recherchearbeit betreiben muss und sonstiges. Das kann so 2 Cent, kann 3 Cent pro Wort bedeuten, kann auch 5, 6 Cent bedeuten. Das ist wirklich stark davon abhängig, wie gut du deine Recherche machst, wie gut du so einen Ghostwriter auch suchst, briefst, weil wenn du sagst, hey, ich habe keine Lust, so viel Zeit dafür aufzuwenden, dann wirst du wahrscheinlich auch schnell irgendjemanden nehmen, aber nur weil der Preis höher ist, muss es noch lange nicht heißen, dass die Qualität sehr gut ist. Bestes Beispiel, ich hatte mal ein Buch schreiben lassen für, ich glaube, 2 Cent von einer Studentin, richtig, richtig gutes Buch, und einer von einer Journalistin für, ich glaube, 5 Cent, 5,5 Cent im Durchschnitt rausgekommen. Das 5,5 Cent war einfach nur grottenschlecht. Ja, das habe ich nochmal nachpolieren müssen, mehrmals. Es war wirklich sehr, sehr schlecht. Und deswegen gehe ich nicht mehr auf den Preis, sondern ich schaue mal, was sie überhaupt erstmal liefern, als, ich sag mal, Proben, ja, Textproben, und danach gehe ich. Es gibt ein Briefing, im besten Fall unterhalten wir uns auch, und dann sehe ich auch, ob diese Person wirklich gute Sachen abliefert oder nicht. Ja, und vor allem auch noch, ist es Unique Text oder ist es irgendwo geklaut? Das ist nochmal ganz, ganz wichtig. Auch da, in dem teureren Bereich, ja, 4, 5 Cent hatte ich sogar schon ein 30, 35% Plagiatstext, was überhaupt No-Go ist. Das hatte ich bei den günstigeren Paketen noch nie. Da waren es 8% oder sowas, ja. Aber es ist dann, was sagt, hey, pass auf, justier mal nach. Ich glaube, ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Welchen Fa Dann habe ich das mit Lektor irgendwo gelesen. Also, wie ich einen Lektor gefunden habe, ja, verschiedene Plattformen. Also, gibt es wirklich verschiedene Plattformen. Findest du, by the way, auch in dem Kurspaket hier drin. Da sind verschiedene Plattformen drin, wie Facebook-Gruppen. Ganz, ganz wichtiger Punkt eigentlich, ja. Kannst sehr viele Leute in Facebook-Gruppen finden. Mach du das, ist auch eine gute Plattform und so weiter und so fort. Also, das sind auch ein paar Sachen mit dabei. Ja. Das war's eigentlich schon, oder? Die andere Frage geht ein Handy direkt. Ach so, nee, Kathi fragt, was bedeutet denn zusammenarbeiten? Das will man einfach im Gespräch festlegen oder definieren, wie eine Zusammenarbeit aussehen könnte. Es kann halt irgendwie Live-Betreuung sein, wirklich Mentoring. Und da kann ich eins vorab sagen, ich garantiere dir, dass ich dich so lange begleite, bis du mindestens 1.000 Euro verdienst. Das ist meine Garantie. Das heißt, wenn es halt 6 Monate dauert, dauert es 6 Monate, dauert es 8 Monate, dauert es halt 8 Monate, 4 Monate, dann ist es halt 4 Monate. Aber ich begleite dich, bis du mindestens 1.000 Euro im Monat verdienst. Das ist mein Versprechen an dich. Genau. Ich weiß, man bekommt nicht so oft diese Versprechen. Ich kann es aber machen und ich werde es auch machen, weil ich weiß, mein System funktioniert. Und ich bin auch nicht, ja, nicht müde dazu, dich so lange zu begleiten, bis es funktioniert. Dafür stehe ich einfach ein. Genau. Mega. Großartig. Ich hoffe, das Brummen ist weg. Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht an der Klimaanlage lag. Und zwar, ja, vielleicht hat die ein bisschen gerauscht. Ich habe sie jetzt ausgemacht. Okay. Auf jeden Fall vielen Dank, Eugen. Vielen Dank das Beantworten hier der ganzen Fragen. Vielen Dank euch an eure Fragen natürlich auch. Und ich, wie gesagt, habe das auch mal eine ganze Zeit lang gemacht. Von daher merke ich auch gerade, dass Eugen da auf jeden Fall auch schon tief im Thema drin ist und genau weiß, was er sagt. Also er hat da schon ein paar Kniffe rausgefunden, die Leute ganz gerne am Anfang machen. Das hört man direkt raus. Mir ist noch kurz eine Frage eingefallen. Wo hast du deine Cover hergeholt? Hast du das erwähnt gehabt? Meine Karte, wo ich die hergehabt habe, also wirklich Designer, also tatsächlich Designer, ich lasse es Ja, jetzt. hast du einen Designer gesucht und dann fertig gelassen? Genau, ich habe einen Designer, der ist auch wirklich aus Deutschland sogar. Ich habe mehrere Designer, also meistens ist es Deutsche, und die machen das Ganze halt für mich. Ja, also ich sage denen, was das Thema des Buches ist, ich sage, was drauf sein soll, also vom Text natürlich, Autor, also Qualität, und auch Format. All das gebe ich denen halt mit und dann machen die mir das Cover. Dann besprechen wir, also wir machen so einen Entwurf, wir schauen nochmal drüber, dann sage ich, was noch angepasst werden sollte und dann wird es auch finalisiert, ja, bevor sie irgendwie alles macht und sage ich, nee, das ist nicht meins. Das wäre halt fatal für beide, genau.
Okay. Ja, okay, du hörst es jetzt eigentlich ja nicht, das Dröhnen, ne? Bei dir scheint es in Ordnung zu sein. Kann ich jetzt nicht Ja, sagen. ansonsten eventuell leiser machen. Vielleicht ist da noch weg, je nachdem. Also bis dein Ton ist halt stark, das mehr hört man, aber ich würde nicht sagen, dass es dröhnen ist oder so. Okay, ich kann es jetzt nicht auf die Schnelle. Ich kann einfach nur eine Frage stellen und dann mache ich aus. Okay. Nochmal, es kam ja noch eine Frage zu den Investplanungen mit rein. Vielleicht möchtest du da noch kurz was zu sagen. Ja, die Frage war, was fragst du da direkt, Sophia? Ist das Investment ein Buch? Ja, dann ist es unterschiedlich. Aber man kann halt zwischen verschiedenen Faktoren rechnen. Also ich habe auch ein Fiction-Buch auch erstellt gehabt im Krimi-Bereich. Da lag ich bei, ich glaube, mit Steuern, alles mögliche, Lektorat, Schreiben, waren 40.000 Wörter, muss man zusagen, bei 1.192 Euro circa. Ja, aber es sind 40.000 Wörter und es ist halt mit Steuern. So, wenn ich jetzt halt runtergehe auf zum Beispiel 15.000, 20.000 Wörtern, je nach Ratgeberbereich, kann es auch ausreichen, also sehr, sehr gut sein sogar, dann bin ich bei 300, 400 Euro vielleicht. Also ich habe schon unterschiedliche Bereiche gehabt, ja, auch schon 150 Euro bezahlt oder 100 Euro bezahlt. Und ich kann sagen, dass diese Bücher auch richtig gut funktioniert haben, nach letzten Stand, was ich geschaut habe, ich glaube für 59-fach das Investment, was ich glaube ganz nett ist, ja. Genau. Ja. Also wichtig ist, egal was du machst, Quality first. Es muss immer die Qualität stimmen. Ja? Und es ist wirklich nicht abhängig vom Preis. Der Preis ist am Ende vollkommen egal. Auch ein Cent ist zu viel, wenn es einfach schlecht ist. Ja? Und lieber dann halt ein bisschen mehr bezahlen, dass es gut wird. Aber wie gesagt, es ist immer wichtig zu schauen, wie ist denn der Autor drauf? Was liefert er wirklich ab? Textproben, mit ihm sprechen, Briefing machen. Das ist alles, was halt dann, wo man den Preis nochmal reduzieren kann. Weil jeder Autor schlägt natürlich seine Zeit irgendwo in den Wortpreis nieder. Und das muss man halt, wenn man gut vorbereitet ist, dann sagen sie, ja, okay, es passt. Man kann auch Staffelpreise machen. Ja, bis X Bücher dahin, danach und so weiter und so fort. Man möchte ja gemeinsam wachsen. Genau. Okay, die anderen Fragen gehen ja an dich und dein Mikro. Ja, ich werde das nächste Mal mal gucken. Ich habe noch so ein Ansteckmikrofon. Vielleicht nehme ich das einfach beim nächsten Mal. Aber gut, vielen Dank. Wir sind ja eh, alle Fragen wurden, glaube ich, wunderbar beantwortet. Vielen Genau. Dank. Ja, also ansonsten die Aufforderung nochmal, gerne einfach das Gespräch buchen, da können wir nochmal ganz, ganz ins Detail reingehen. Dann kannst du auch diese unangenehme Fragen stellen, wenn du es möchtest, ja. Und dann sehen wir weiter. Großartig. Vielen Dank, Eugen, für deine Zeit. Vielen Dank für das schöne Webinar und das Beantworten der Fragen. Wenn Sehr du Lust gerne. hast, natürlich, und du kommst eine Frage in den Chat rein, kannst du dich gerne nochmal beantworten. Ansonsten sehen wir uns. Vielen Dank. Dankeschön. Danke für die Zeit. Danke auch an alle anderen, die zugeschaut haben. Hoffe, es war hilfreich. Dann euch noch einen mega coolen Tag. Viel Spaß bei den weiteren Speakern.